Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf der Konnichi Couch. Im Gegensatz zu gerade meiner Anmoderation hat sich ein bisschen was gewechselt hinter der Kamera. Der Raum ist voll. Jubelt mal alle. Ja, und ihre Nervosität geht gerade ein bisschen auf Grundeis. Minimal. Bisschen. Nathalie, herzlich willkommen bei mir auf der Couch. Ja. Du wirst jetzt die nächste Stunde uns hier ein bisschen durchs Programm leiten. Und es geht um Work and Travel. Und ich bin sehr gespannt, was du mir dazu erzählen hast. Ja. Und ihr Lieben da draußen, keine Sorge, ich bleibe vor der Kamera, weil ich werde hier den Chat überwachen, dass ihr schön brav seid. Und ärgert mir die hier ja nicht, ja? Ich wollte gerade sagen, ich bin traurig. So, ja, erstmal, ich finde es spektakulär, wie voll dieser Raum ist. Und ich traue gerade mit den Menschen, die da hinten stehen müssen. Es tut mir leid. erstmal zu meiner Person, damit ihr überhaupt wisst, wer hier überhaupt sitzt. Also mein Name ist Nathalie, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Wesseling. Das liegt zwischen Köln und Bonn in Nordrhein-Westfalen. Mir wurde jetzt schon öfter gesagt in den letzten Tagen, man hört es durch meinen Dialekt. So ein bisschen vielleicht. Ich weiß es nicht. Gut. Vielleicht haben einige mich schon gestern gesehen. Ich war bei dem Blogger-Talk dabei gewesen und heute entführe ich euch zum Thema Work and Travel in Japan. Wieso gerade Japan? Ich war 2014 in Japan gewesen, tatsächlich für 2,5 Wochen nur. Komplette Rundreise, also so, ich will mal sagen, die Großstädte, Tokio, Osaka, Kyoto, alles gesehen gehabt. Und da habe ich mich eigentlich dann dazu entschlossen, okay, du willst nochmal rüber, aber für länger. Du willst hier leben, du willst hier arbeiten, du willst alle möglichen Städte sehen und ja, dann ging es eben für mich rüber. Eine ganz kurze Frage an die Zuschauer tatsächlich hier im Raum. Wer plant denn tatsächlich ein Working Holiday? Ich sehe 1, 2, 3, okay, ich sehe viele Hände. Danke. Ja, okay, gut. Dann hoffe ich mal, dass ich euch mit ein paar Informationen füttern kann, allgemein zum Working Holiday, aber halt auch zu meinem persönlichen Working Holiday. Mein Work and Travel hat letztes Jahr im August gestartet, zum 1. August. Ich bin am 31. Juli in den Flieger gestiegen. Sommerhitze in Japan. Kennt vielleicht der eine oder andere, ist natürlich so optimal. Und bin dieses Jahr im Juni zurückgekommen. Ja, wollte eigentlich tatsächlich erst im Juli zurück, hat nicht ganz hingehauen. Persönliche Gründe und deswegen halt im Juni dann schon zurück. Ja, erstmal Aspekte zum Thema Working Holiday an für sich haben vielleicht schon die Leute, die ein Working Holiday machen wollen, wahrscheinlich schon herausgefunden. Also das Work and Travel Visum gibt es halt bis zum 30. Lebensjahr. Also die Leute, die jetzt, sag ich mal, so zwischen 25 und 30 sind, haltet euch ran, weil Japan ist teuer. Sprich, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Spart Geld. Spart viel Geld. Es ist einfach so. Ich bin mit schätzungsweise 8.000 Euro rübergegangen, was nicht ausgereicht hat, was ja natürlich auch logisch ist. Ich habe natürlich auch drüben gearbeitet, was nicht immer so einfach war, sprich Arbeit finden, weil ich bin ein Reisewölkchen und ich bin halt immer von einem Platz zum nächsten getingelt, war also nie länger als 2 Monate am Stück in einem Ort. Das haben andere Work and Holiday ja anders gemacht. Vielleicht macht ihr das auch anders, das kann durchaus sein. Ich habe für mich herausgefunden, dass das für mich die ideale Lösung war. Ich habe andere gesehen, deren Lösung war, okay, ich suche mir jetzt erstmal in der Präfektur Shiba eine Wohnung nach Tokio, suche mir eine Arbeit, arbeite und reise die letzten 3 Monate. Und dann hat die Person aber leider das Pech gehabt, dass es Probleme zu Hause gab und diese 3 Monate Reise ins Wasser fielen. Und er faktisch in Japan nur gearbeitet hat. Und ich glaube, ein bisschen sauer auf mich war hin und wieder. Wir hatten uns getroffen gehabt und dann, ja, ich möchte unbedingt nach Hiroshima. Oh, Hiroshima, total super. Ja, und ich möchte nach Kyoto und nach Nara. Ja, Kyoto habe ich gelebt, war total schön. Und du warst auch schon überall. Nein, war ich nicht. Ich habe tatsächlich viele Ortschaften in Japan kennenlernen dürfen. Große, sprich Tokio, aber auch kleinere wie Tagawa. Unheimlich süßer Ort in der Nähe von Fukuoka auf Kyushu. Unheimlich schön. Und ja, halt, wie wir schon gesagt haben, spart Geld, ganz wichtig. Aspekte sind natürlich auch, wenn ihr rüber möchtet nach Japan mit einem Working Holiday Visum, ist natürlich wichtig, die Beantragung, das muss auf jeden Fall vorher geschehen.
Sprich, entweder ein Generalkonsulat. Ich war im Düsseldorfer Generalkonsulat. Ja, ich bin als Kölnerin nach Düsseldorf gegangen. Schäm dich, schäm dich. Schande, yay. Und prinzipiell da auftauchen, schön mit einem gültigen Reisepass, ganz wichtig, mit genügend Geld auf der hohen Kante, am besten einem Hin- und einem Rückflugticket. Ich hatte nur ein Hinflugticket, durfte also nochmal 1000 Euro extra nachweisen, dass ich auch ja wieder aus dem Land rauskomme. Und ansonsten halt wirklich 2000 Euro auf der hohen Kante. Ich empfehle mehr. Viel mehr. Aber gut. Und ja, dann ging es für mich prinzipiell dann letztes Jahr nach Japan und ich habe gestartet in Tokio, weil ich mit einer Organisation hin bin. Und ich kann wirklich damit aufräumen, wenn ihr nach Japan wollt, mit einem Working Holiday Visum, macht es alleine. Spart euch das Geld. Es ist wirklich so, spart euch das Geld. Es lohnt sich definitiv nicht, eine Organisation dafür zu bezahlen. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme eine Organisation für die Behördengänge. Ich habe zwar seit April 2014 Japanischunterricht genießen dürfen, habe auch ein bisschen was, sage ich mal, auf dem Kasten, aber ich habe mir gesagt, je nachdem, wo man ist, wäre es nicht schlecht, eine Organisation dann im Hintergrund zu haben, die dann sagt, okay, dies, das, jenes. Überall, egal ob man sich einen Job sucht, ob man seine Registration Card beantragen muss oder. Überall habt ihr Leute, die ein bisschen, wenn nicht sogar viel, Englisch können. Bei einer Ummeldung hatte ich sogar eine Dame mir gegenüber gesessen gehabt, die hat Deutsch gesprochen mit mir. Fand ich sehr cool. Das war so dieses, sie schaute auf meinen Zettel und sagte, guten Tag. Und ich so, was? Wie jetzt? Was will die Frau von mir? Und dann hat sie mir das halt erklärt gehabt und das hat auch super funktioniert. Also nehmt tatsächlich alles selber in die Hand, sucht euch selber einen Job. Ich habe durch die Organisation meinen ersten Job vermittelt bekommen, einen Job, den ich nicht antreten wollte, was Fakt ist. Es war so gewesen, ich bin gelernte Erzieherin, habe fast 5 Jahre in meinem Beruf gearbeitet und dahingehend war das dann, oh mein Gott, das ist eine Erzieherin, zack, Kindergarten. Dass ich gar nicht mehr in einen Kindergarten wollte, das war den Leuten, glaube ich, egal. Die haben gesehen, Fachkraft, Kindergarten. Nein. Und was ich euch raten kann, lasst euch nicht verkohlen auf dem japanischen Arbeitsmarkt. Ihr seid was wert. Ja, ihr seid aus dem Ausland. Ja, ihr sprecht nicht hundertprozentig Japanisch. Ich glaube, das können die Japaner selber nicht von sich behaupten. Vor allem, wenn es um den Schrifttyp geht. Ich habe mit vielen Japanern gesprochen, denen Kanji schwerfallen. Ihr seid was wert, nutzt es. Nutzt es zu eurem Recht, das ist ganz wichtig. Ich habe es leider erleben müssen, bei meiner ersten Arbeitsstelle, dass ich Überstunden geschoben habe und ich habe sie nicht bezahlt bekommen. Nach dem Faktum, ja, wir hatten ja gesagt, du musst heute bis 2:30 arbeiten. Ja, aber ihr habt mir um 2:30 noch eine Aufgabe gegeben, mich mit den Kindern zu beschäftigen. Ja, das hättest du ja nicht machen brauchen. Okay, kenne ich anders. Aber ganz wichtig, sucht euch auf jeden Fall auch Arbeitsplätze, die Spaß machen. Ich habe viele Arbeitsplätze wahrnehmen können in Japan. Ich war in Kindergärten gewesen, ich war in einer Grundschule gewesen, habe auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet in Hibiya, tödlich. Was tatsächlich nicht an dem Weihnachtsmarkt an für sich lag, sondern an dem netten französischen Chef, der mir und einer Kollegin verboten hatte, auf Deutsch sich zu unterhalten, weil er der deutschen Sprache nicht mächtig war, fand er gar nicht gut. An den ersten 2 Tagen durften wir 13 Stunden arbeiten, aber ohne Pause, ohne was getrunken und ohne was gegessen zu haben. Lasst euch nicht ausnutzen. Tut mir den Gefallen. Und ganz ehrlich, ihr seid es wert. Und wenn ihr sagt, ich brauche zwar das Geld, aber ich habe auf diesen Job keine Lust, dann lasst den Job sausen. Ihr seid in Japan, um was zu erleben. Das ist ganz wichtig. Das dürft ihr auch nie vergessen. Ihr seid nicht nach Japan gegangen, um zu arbeiten. Vielleicht geht ihr rüber und sagt, okay, ich gehe rüber, weil ich möchte einen anständigen Arbeitgeber finden, eventuell ein Arbeitsvisum haben. Das ist auch völlig kulant, ist auch völlig in Ordnung, aber ihr seid vor allem da, um etwas zu erleben, um zu reisen.
Von daher kann ich nur jedem empfehlen, tatsächlich, ja, macht's auch, reist. Reist überall hin, schaut euch das an, was ihr sehen wollt. Ich habe im Februar bin ich hoch nach Sapporo geflogen, Inlandsflug, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Schneefestival sehen. Das war mir ganz wichtig. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Ist sehr schön. Ganz ehrlich, wer kommt sonst mal in die Versuchung, dass er prinzipiell im Januar nach Japan fliegt? Das machen die wenigsten. Also ist auch meistens das Schneefestival dann einfach hinten über. Es fällt hinten über. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Besucht verschiedene Inseln. Besucht meinetwegen, also ich habe es gemacht, besucht die Haseninsel. Ist super. Unheimlich süß. Übrigens auf der Fähre sagen sie, man darf keine Tiere mit draufnehmen, aber auch keine von der Insel mit runternehmen. Ist ein bisschen schade. Minimal. Macht das auf jeden Fall. Ganz wichtig. Lebt euren Traum. Ja, à la Frank Schindel, Digimon, lebt deinen Traum. Es ist wirklich so. Es ist nicht immer einfach in Japan. Japan ist teuer. Und wenn mich ganz viele immer fragen, wie war Japan? Ist meine erste Antwort nicht, Japan war toll, Japan war fantastisch, Japan war irre. Japan war anders. Ja, kann ich bestätigen. Richtig. Ja. Nicht anders wie, natürlich anders als auch in unserer Vorstellung. Vielleicht kann der eine oder andere, der bereits in Japan war und wieder zurückgekommen ist, bezeugen, okay, da ist ein bisschen was anders, also anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist nicht immer bunt und schön und schrill. Ist es auch, klar. Lauft durch Harajuku, natürlich ist es das, ist ja logisch. Aber es gibt auch unheimlich viele andere Seiten von Japan und ich finde, die lohnen sich auf jeden Fall gesehen zu werden. Egal, ob es jetzt eine naturbelassene Seite ist, dass sie sagt, ich streife durch irgendwelche Wälder oder steige auf irgendeinen Berg. Im Sommer eignet sich der Fuji. Ist wirklich also eine schöne Angelegenheit. Ich war oben gewesen zum Sonnenaufgang, findet ihr auch einen Beitrag auf meinem Blog. Unheimlich tolles Erlebnis, bleibt mir auch bis heute immer noch in Erinnerung und ich weiß bis heute einfach noch, wie schön, aber auch wie verdammt anstrengend es war. Und mein Appell ist wirklich an jeden von euch, wer es wagen möchte, wagt es, macht es und lebt es. Das ist ganz wichtig. Bereut nicht nachher die Zeit, wo ihr denkt, okay, ich wäre jetzt gerne da und da gewesen, aber mich hält meine Arbeit da und da. Ich habe es erlebt. Ich bin nach meiner Zeit in Tokio, August, September, bin ich nach Osaka gezogen für einen Monat und anschließend einen Monat nach Kyoto. Und bin dann tatsächlich mit Freunden, weil wir gesagt haben, okay, wir sind alles Deutsche, wir feiern jetzt so ein richtig typisch deutsches Weihnachten in Tokio. Bin also wieder nach Tokio zurück für 2 Monate und bin dann tatsächlich wieder gegangen, zurück nach Osaka, weil ich da einen Job in Aussicht hatte, in einem Hostel. Wenn euch der Job Spaß macht, macht ihn. Wenn ihr Kollegen habt, die doof zu euch sind, macht ihn nicht. ich habe Sachen erlebt in diesem Hostel. Das geht von natürlich übermäßiger, starker Lautstärke bis zum wie viel Dreck können manche Gäste hinterlassen? Über deine Kollegen sind merkwürdig. ich habe mich dann tatsächlich dann dazu entschlossen, wieder zurück nach Tokio zu gehen. Völlig hirnrissig eigentlich, weil es nur für einen Monat war. Weil ich anschließend nach Fukuoka wollte. Jeder von euch kennt die japanische Karte. Ich war genau dazwischen. Gehe, so doof ich eben bin, zurück nach Tokio, um anschließend einen Inlandsflug zu nehmen über Osaka drüber, damit ich nach Fukuoka komme. Ich habe es gemacht, weil es wichtig war für mich. Einfach, weil Osaka nicht mehr das war, wo es halt so erschien, als wäre es das Richtige. Es war vielleicht anfangs das Richtige, ja, aber im Nachhinein war es um einiges richtiger, nach Tokio zurückzukehren. Alleine schon, um die Hanami mit Freunden zu feiern. Kann ich nur jedem empfehlen. Sucht euch echt. Ich hatte das große Glück gehabt, dass ich einen unheimlich netten Japanisch-Deutsch-Club hatte. Wir haben zusammen gefeiert, wir hatten monatliches Treffen. Ich habe da Freunde gefunden, die ich jetzt auch nicht mehr missen möchte. Also mit denen ich mich jetzt auch noch unterhalte, faktisch auch Japaner, die jetzt, wenn ich ganz viel Glück habe und denen das aufgefallen ist, vielleicht auch zusehen. Übrigens, Grüße. Und
Also wenn ihr sagt, okay, ich mache das jetzt nur einfach das Verständnis halber, beziehungsweise einfach so, weil mein Verantwortungsbewusstsein das sagt. Ich bin verantwortungsbewusst, ja, aber ich habe diese Chance nur einmal gehabt und euch wird es nicht anders gehen. Ihr habt diese Chance, ein Working Holiday Visum zu bekommen, nur ein einziges Mal. Gut, natürlich könnt ihr sagen, ich nehme noch eins für Australien, für Kanada, für Neuseeland, aber Japan, das gibt es nur einmal. Das werdet ihr dann auch merken und ich für mich merke einfach, dass es richtig war, zurück nach Tokio gegangen zu sein, auch wenn es Kosten verursacht hat, ein wenig. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ich habe in Großstädten gewohnt, insgesamt 5 Monate in Tokio, 2 Monate in Osaka, fast 3, 1 Monat in Kyoto und ich habe in Fukuoka gelebt. Fukuoka ist natürlich von dem allen nur noch das geringste Problem, ganz einfach, weil es abgeschieden ist, abgeschieden von den ganzen Nonplusultra, ich will mal sagen, den ganzen Touristenstädten. Seien wir ehrlich, die meisten, die nach Japan fliegen, bewegen sich in dem Raum Tokio, Osaka. Wenn wir ganz viel Glück haben, laufen die Leute noch bis Hiroshima, Sense, dann ist vorbei. Wenn wir von Tokio aus weggehen, kommen wir bis nach Nikko, vorbei, ist ganz oft so. Ich spüre ein Nicken. Kann ich bestätigen, ganz kurz, ich will deinen Beitrag nicht unterbrechen. Wir waren auf eigene Faust ja in Japan. Ja. Wir sind dann auch hoch bis Sendai, wo ja sich auch kaum einer hin verirrt. Und bis runter bis nach Kagoshima, also wirklich der unterste, südlichste Zipfel von Japan, kann ich echt nur empfehlen, einfach mal weg von den Großstädten. Ja. Definitiv. Ganz wichtig. Also nutzt es. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt es. Jetzt sagen mir ganz viele immer, ja, jetzt hast du so viel gesehen, das muss doch Unmengen gekostet haben. Immer mit dem Zug fahren. Zug. Zug wäre schön gewesen. Ich hätte mich auf den Zug gefreut. Nein. Ich bin tatsächlich mit dem Bus gefahren. Egal, ob es Tokio-Osaka war, Osaka-Hiroshima, Osaka-Totori und was weiß ich nicht, was ich alles gesehen habe. Ich bin immer mit dem Bus gefahren. Es gibt eine unheimlich süße Seite, findet ihr auf meinem Blog, Willa Express. Ist tatsächlich eine Seite, die haben auch eine englischsprachige Website. Darüber buchen, immer machen. Verlasst euch nicht auf japanische Webseiten, die sind super. Aber ganz oft findet man, hatten wir gestern auch im Gespräch gehabt, diese japanischen Webseiten sind oft so 90er Jahre ausgerichtet. Ich habe tatsächlich meine Freundin aus Japan vorgeschickt und habe gesagt, so, such mir mal bitte ein Busticket. Es hat tatsächlich 1,5 Stunden gebraucht, bis sie mir dann zurückschrieb, ich habe was gefunden, was möglichst auch kostengünstig ist. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, es war Osaka zurück nach Tokio. Genau, da hatte sie sich nämlich angeboten gehabt, ah, du kommst zurück nach Tokio, ich suche nach dem Busticket. Mhm, okay. Nutzt die Seite. Nutzt das Partnerprogramm, das sie haben. Also ihr könnt euch da anmelden, könnt da Punkte sammeln. Ein Punkt gleich 1 Yen ist nicht so viel, aber es lohnt sich. Und ihr könnt irgendwann so ein toller Gold-Member werden und dann kriegt ihr Prozente. Ich bin tatsächlich Gold-Member geworden mit meiner letzten Fahrt, die ich getätigt habe. Das heißt also so meine letzte Fahrt, das war zurück nach Osaka und ich glaube, das war 5 Tage vor meinem Abflug. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Goldmember. Nützt mir jetzt gerade nicht viel. Ich bin dann tatsächlich aber noch nach Totori gereist, aber halt nicht mit dieser Busfirma, sondern mit so einem, schaut auch immer, wenn ihr an Bahnhöfen oder so seid, es gibt unheimlich tolle Tickets, so Sonderangebote, so Sonderzusammenschließungen, zum Beispiel unten auf Kyushu, Daisaifu und Yanagawa gibt es in so einem Tagesticket mit Bootstour und hier und tralala und nutzt sowas auf jeden Fall. Ja, dann habe ich einiges erlebt in Japan, was natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Seien wir ehrlich, es gibt kein Land, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir denken das immer, Japan, das Nonplusultra, für uns das Nonplusultra. Es ist nicht alles schön. Wir hatten gestern das Gespräch gehabt, Thema Tierschutz ist in Japan nicht schön. Ich habe
lange in Osaka gelebt, bin an verschiedenen Tierhandlungen vorbei. Kasten, Hund drinne, Welpe. Isoliert von allem anderen? Nicht schön. Kleinerer Kasten, Katze drinne. Spart ja Platz. Alle übereinander. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Dann musste ich gestern schon ein bisschen leicht lächeln, als wir gestern das Thema hatten, die Japaner sind so hilfsbereit. Ja, sind sie. Japaner sind hilfsbereit, können offen sein, müssen es aber nicht. Alleine um euch an einem Erlebnis teilhaben zu lassen, das zeigt, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ist relativ eilig passiert, Ende meines ersten Monats. Ich muss dazu sagen, ich war vorab noch nie in einem Krankenhaus gewesen. Also zur Behandlung, selber. Geburt, das letzte Mal. So, es wütete ein Taifun, meine beste Freundin in Deutschland hat sich Sorgen wie Zehen gemacht. Geht es dir gut? Immer SMS geschrieben. Ja, es geht mir gut. Das hat sie 2014 auch schon gemacht gehabt, weil sie von mir nichts gehört hatte. Und es war nass gewesen, logischerweise. Naja, und ich bin eine Bahnstation runtergegangen. Ich kam gerade aus Odaiba wieder. Und seitdem habe ich irgendwie keinen guten Bezug mehr zu Odaiba. Ich weiß auch nicht wieso. Und bin die Treppenstufen runtergefallen. Mit vollem Karacho, auch einem vollen Wurms. So, habe dann erstmal da gesessen, eigentlich instinktiv einfach nur rechte Hand an linken Unterarm. Und es war rot. Es war sehr rot. Ich habe geblutet wie sonst was. Und da ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, so hilfsbereit sind Japaner nicht. Japaner sind an mir vorbeigelaufen. Die haben das gesehen. Die haben meine blutende Hand gesehen. Die sind an mir vorbeigelaufen. Richtig, ich sehe nicht. Ich spreche deine Sprache nicht, deswegen kann ich dir nicht helfen. Ich habe mich dann aufgerappelt, habe erstmal in diesem Untergrund irgendwo eine Toilette gesucht, um das irgendwie, keine Ahnung, um das erstmal selber zu betrachten im Spiegel. War dann in der Toilette gewesen, habe mir das angesehen, habe irgendwie 1000 Taschentücher verbraucht, um das irgendwie abzutupfen oder irgendwie, Da habe ich dann gedacht, da hast du wieder das Fünkchen Hilfsbereitschaft. Dann kam nämlich eine Dame aus der Toilette, sah das und gab mir so ein Mini-Pflaster. Süß, es war süß, es war unheimlich lieb von ihr gewesen. Sie konnte mir auch nicht mehr helfen, sie war anscheinend in Eile, sie flitzte auch direkt raus. Und ich stand da mit meinem Mini-Pflaster und hatte tatsächlich die Hoffnung, es reicht. Naja gut, also man muss prinzipiell sagen, man sieht es auch noch tatsächlich so ein bisschen, hier unten war was, bis hier oben hin. Au. Okay, ich habe hier jemanden neben mir sitzen, der sagt au. Ja, man sieht die Narbe tatsächlich. Ja, man sieht es leider. Wie war das, bis zur Hochzeit ist es weg. naja gut, und ich, so fröhlich wie ich war, pappte mir also dieses Pflaster drauf, hier unten. Hat natürlich null geholfen, sei mir mal ehrlich. Ich habe mich noch in die Bahnen gequetscht, musste zweimal umsteigen und meine einzige Angst war, und das ist jetzt völlig bescheuert, meine einzige Angst war, versau den Männern nicht ihre weißen Hemden. Weil Blut geht so schlecht raus. Es ist völlig Banane. Also ich saß da mit meiner Wunde, das hat geblutet wie sonst was und meine einzige Angst war, oh mein Gott, ich könnte einen irgendwie berühren. Ja, das war meine Angst gewesen. Genau. Ich kam zurück in mein Sharehouse. Tatsächlich, ich dachte immer, ach, so Working Holiday machen nicht viele in Japan. Ich glaube, von 20 Leuten waren wir 18 Deutsche. Ihr seid nicht allein. Und naja gut, ich hatte mich dann nochmal ins Bad gerettet gehabt, habe tatsächlich meiner besten Freundin in Deutschland ein Foto geschickt, einen Screenshot so nach dem Prinzip, was meinst du? Weil die ist so medizinisch dann doch so sehr fungiert und die hat mir auch meine Reiseapotheke zusammengestellt. Dementsprechend bin ich, glaube ich, mit so einer Reiseapotheke. Also ich habe an Sachen, die hat an Sachen gedacht, da hätte ich in 1000 Jahren nicht dran gedacht.
War nicht schlecht tatsächlich. Also ich habe einiges erlebt in Japan. Meine beste Freundin lässt mich nicht mehr freiwillig in dieses Land. Und ihre einzige Reaktion war, Krankenhaus. Jetzt. Okay. Ich war in einem Stadtteil von Tokio. Ja, die hatten da ein Krankenhaus. Total super. Nur japanisch sprechendes Personal. So. Wie erklärt man diesen Leuten jetzt? Guten Tag. Bin die Treppe runtergefallen. Was heißt guten Tag? Eher guten Abend. Wir sind um 23:30 in der Nacht da angekommen im Krankenhaus. Ich hatte Verstärkung dabei gehabt durch eine andere im Sharehouse. Die hat mich begleitet. Und mit viel Händering und eigentlich prinzipiell nur Wunde zeigen, und die war schon so, oh, okay. Da war schon der Blick groß, kam uns dann irgendwann eine Ärztin entgegen, nahm mich mit rein und ich dachte, okay, hier sind wir auch in den 90ern stecken geblieben, nicht nur bei den Webseiten. Und versuchte mir alles Mögliche zu erklären und saß vor mir und war am Erklären und am Erklären und ich stand nur noch da, weil Krankenhaus, das erste Mal, aua, es tut weh. Und es war tatsächlich so gewesen, sie nahm sich einen Block und einen Stift und fing an zu malen. Sie malte mir Nadel und Faden. Aua. Ganz großes Aua. Meine erste Reaktion war nur gerichtet an meine Begleitung. Mir ist egal, wie du es ihr erklärst. Erkläre ihr, dass ich eine Spritze haben möchte. Betäubung. Irgendwas. Ich will das nicht sehen. Ich will es nicht fühlen. Vor allem möchte ich es nicht fühlen. Naja, gut. Sie hat es dann geschafft. Vorher nie im Krankenhaus gewesen. Wer hätte denn damit rechnen können, dass die mir die Spritze in die Wunde setzt, statt hier in den Oberarm? Das tat weh, verdammt nochmal. Aber seien wir ehrlich, es hat tatsächlich nicht mehr wehgetan danach. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr gemerkt. Naja, die haben mir das dann eingegipst, meiner Begleitung gesagt, ja, morgen früh nochmal wiederkommen bitte. Ja, okay, gut. Ich war am nächsten Tag dann mit meiner Begleitung nochmal da. Der Pfleger aus der letzten Nacht, der wusste mich genau zuzuordnen. Wahrscheinlich so die einzige Ausländerin, die in dieses Krankenhaus kommt. Naja, und dann warteten wir und ich wurde reingerufen. Nicht meine Ärztin da gewesen, so ein netter, älterer Herr. Ich dachte, ach Mensch, cool. Der sieht total sympathisch aus. Und er studierte meine Unterlagen und schaute mich an. Und erstmal sagte er nichts und dann guckte er mich nur an. Unterarm tut weh, ne? Ja, so habe ich auch geguckt. So habe ich den Mann angeguckt. Das war so dieses, was? Das war wieder dieser Moment, wo man sich einfach denkt, irgendwas ist verdreht, irgendwas stimmt nicht. Und er erzählte mir dann tatsächlich dann auf Englisch, der Mann sprach Englisch in seinem Alter. Das war für mich auch ein, oh mein Gott. Dass er während seines Medizinstudiums hat er Deutsch ja studieren müssen. Und so ein paar Sachen weiß er noch. Nicht mehr viel, aber so ein paar. Und da war er dran, Unterarm, Oberarm, Knie. Und ich dachte, alles klar. Fand ich irre genial von ihm. Das war so süß. Und er war so unheimlich stolz, sein Deutsch nutzen zu können. Und er machte das auch alles ganz schön, hat nochmal geguckt, ja, ja, die Kollegin hat die gut gemacht, ne, okay, war eine junge Kollegin, wahrscheinlich war das dieses, hat sie, okay, ist schon okay. Naja, und dann sagte er mir, ja, nächste Woche dann wiederkommen, dann, ne, Faden und so, dann kommst du am besten dienstags oder mittwochs, da bin ich nämlich da. Bin ich dann auch gegangen, wie gesagt, natürlich mit Krankenhaus, ja, war immer noch nicht so ganz meins. Hatte also mir wieder Verstärkung geholt, ein Freund von mir, ebenfalls Work-and-Traveler, aber hier in Deutschland Arzt. Gott sei Dank. Das ist nicht schlimm, da passiert nichts, das tut nicht weh. Kommst trotzdem mit. Kannst mir 10-mal was erzählen, kommst trotzdem mit. Naja, und er kam dann auch mit. Wurde auch alles schnell geregelt, alles total super, vom Arzt verabschiedet, mich über meine kleine Kundenkarte gefreut. Im Krankenhaus kriegt man eine Karte mit Namen
und Geburtsdatum und prinzipiell, da wird halt einfach alles drauf gespeichert, ist wie bei uns die Krankenkarte prinzipiell, aber das war so dieses, okay, wieder eine Karte mehr. In einem Land merkt man übrigens nur dann erst, dass man wirklich da lebt, wenn euer Portemonnaie vor Kundenkarten platzt. Merkt es euch. Gibt für alles eine Kundenkarte. Naja, und 2 Wochen später war ich wieder beim Arzt gewesen. Wieder beim gleichen Doktor. Bei mir auf der Arbeit. Mein erster Tag ohne Pflaster. Ich habe gekellnert und mir ist meine Wunde am Tisch aufgekratzt. Ich bin wieder zum Arzt hin, beziehungsweise ich hatte erstmal meinem Kumpel geschrieben, ich will nicht, dass das wieder genäht wird. Und er sagte, das wird schon nicht genäht. Vielleicht geklebt. Naja, ich bin am nächsten Tag hin, es war Gott sei Dank ein Mittwoch, beim netten Herrn rein. Er guckte mich an, nein, sag doch. Geklebt, alles war gut. Ich bin tatsächlich noch ein weiteres Mal die Treppe runtergefallen. Japanische Treppen sind böse. In Kyoto, in einem alten japanischen Haus, da habe ich gelebt in dem Haus, war auch halt so ein richtig schön altes japanisches Haus, habe als Volunteer gearbeitet und das war mein erster Morgen. Meine erste Reaktion beim Fall war, bitte nicht schon wieder der Unterarm. Ja, weil meine einzige Hoffnung war dieses, du bist in Kyoto, du bist noch nicht mal in Tokio, du kannst nicht zu deinem Arzt. Das war für mich dieses, dieser Mann ist der einzige Arzt in diesem Land, der Deutsch spricht. Nur zu dem willst du wieder zurück. Also ihr seht, Japan ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber man kann aus jedem Schlamassel auch was Schönes gewinnen. Zum Beispiel nette Ärzte kennenlernen. Also prinzipiell empfehle ich ein Working Holiday tatsächlich jedem, der es wirklich machen möchte. Macht es. Ihr habt nur einmal die Chance. Seid nicht verrückt und lasst diese Chance sausen. Das wäre das Schlimmste, was ihr machen könntet. Ist wirklich so. Ja. Nick, nick. Ja, ist so. Ist so. Ist leider so, ne? Das ist, ja. Ansonsten nutzt die Zeit, die euch bleibt. Macht Erfahrungen. Keine Treppenstürze. Nee, wirklich, macht eure Erfahrungen. Schaut euch die Sehenswürdigkeiten an, die ihr sehen wollt. Schaut euch alles an, was ein Touri zum Beispiel nicht greifen kann. Wichtig ist, ihr seid keine Touristen mehr. Klar, wenn ihr einen Ort besucht, wo ihr nicht wohnt, seid ihr Touristen, logischerweise. Ihr seid aber dann trotzdem ein etwas anderes Ausländerchen als sonst. Ihr seid Touristen, logisch, ihr seid Ausländer, ja, aber ihr seid anders. Das ist immer ganz, das darf man auch nicht vergessen. Und mich haben ganz viele Leute gefragt, Mensch, wann geht's denn das nächste Mal hin? Und ich peile momentan so nächstes Jahr Herbst an, weil ich für mich einfach merke, mir fehlt ein Stück Heimat. Es ist logisch, ist Deutschland meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, logisch. Aber ich habe, sage ich mal, einen ganz, ja, doch einen ganz wichtigen Aspekt meines Lebens habe ich auch in Japan gehabt. Ich habe in Japan über vieles nachdenken können. Wie ich bereits gesagt habe, ich bin gelernte Erzieherin. Ich habe mich dazu durchringen können und habe gesagt, ich mache eine neue Ausbildung. Meine dritte mit 25. So bescheuert muss man auch mal sein. Also prinzipiell mir einfach alles neu zusammengeschustert. Ich habe einfach gemerkt, auch als ich in Deutschland war, in Japan war, wie sehr mir Deutschland fehlte. Also wie sehr ich doch deutsch bin. Das bekam ich auch ganz oft gesagt, auch von anderen Travelern. Ich habe ein unheimlich süßes Traveler-Paar aus Köln kennenlernen dürfen. Die sind jetzt noch unterwegs. Ich glaube, die sind zurzeit in Ecuador. Weltreise. Sollen sie machen. Und sie sagten, boah, du bist so richtig schön typisch deutsch. Ich sag, wieso bin ich typisch deutsch? Ja, dein Verhalten, dein Tun, dein Machen. Erst immer dieses Überlegen und dann Tun. Und ja, ja, ich überlege viel. Ja, ich schreibe viel auf. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich typisch deutsch bin. Ja, doch. Und ja, spätestens deine Argumentation und spätestens dein Dialekt. Wobei ich da auch in Japan schon Erfahrungen machen durfte, dass auch Leute aus Japan meinen Dialekt erkannt haben, tatsächlich. Leute, die in Deutschland gelebt haben für einige Jahre, vor allem eine voraus, die sprach mich irgendwann mal an, sag mal,
bist du aus Köln? Und ich schaute sie an, was? Wieso? Dein Dialekt? Und ich sag, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, dass den Deutschen mein Dialekt manchmal auffällt, ist ja okay. Aber Japaner? Muss das sein? Fand ich doch ja sehr schön. Aber also ich habe einfach gemerkt, wie viel mir Deutschland auch bedeutet. Also ich meine, wer kann von sich behaupten, dass er am 11.11. in Kyoto gesessen hat und eine Live-Übertragung vom WDR wegen dem Kölner Karneval gesehen hat? Das kann auch nicht jeder behaupten. Dafür aber ein großes Dankeschön an meinen Kumpel, der wahrscheinlich zuguckt. Ja, ich rede von deinem Verlobten. Weil die Mediathek nicht ganz funktioniert hat, hat er mich über seinen PC sozusagen gucken lassen. Fand ich sehr cool. es war schwierig, weil, wie schon gesagt, Kölner Karneval, Köln. Ich bin in einem Tanzchor, jahrelang schon. Das war für mich eigentlich so auch eines der schwierigsten Momente, denen zu sagen, wisst ihr was, ich bin weg. Für ein Jahr. Kein Training, keine Auftritte, nichts. Es war hart. Ich habe mich umso mehr gefreut gehabt, und das ist natürlich jetzt was, wo viele von euch denken möchten, boah, die ist bescheuert. Ich habe einen Japan-Break gemacht. Das machen, glaube ich, die wenigsten Work-and-Traveler. So ein Japan-Break oder allgemein ein Break. Ich bin tatsächlich für 2 Wochen zurück nach Deutschland gereist. Ja. Karneval. Nicht nur. Nein, es war tatsächlich so gewesen, ich hatte euch bereits erzählt gehabt, ich habe einiges umstrukturiert in Japan, wie mein Leben weitergeht. Ich gehe nicht mehr zurück in den Kindergarten, ich lerne was Neues. Habe aus Japan weiterhin Bewerbungen verschickt, habe schon vor Japan Bewerbungen verschickt. Und hatte, dazu muss man sagen, ich lerne jetzt den Beruf der Buchhändlerin. Und hatte eine Buchhandlung, die gesagt hat, okay, wir wollen Sie kennenlernen. Und ich habe gesagt, okay, ich komme rüber. Wow. Ja. Mir war es wichtig, dass sie mich in Natura kennenlernen und nicht über Skype. Sie sollten gleich wissen, welches Problem sie sich machen. Und ich bin tatsächlich rübergegangen. Und sie hatten es tatsächlich so gelegt gehabt, dass ich an dem Mittwoch vor Weiberfastnacht, wo die Karnevalszeit beginnt, ja, tatsächlich mein Vorstellungsgespräch da hatte. Ich bin rüber, ich arbeite da jetzt, hat funktioniert. Glückwunsch. habe tatsächlich Karneval mitgefeiert, aber diesen Japan-Break habe ich geheim gehalten. Ich wusste seit Dezember, seit Mitte Dezember, dass ich zurück nach Deutschland kehren werde. Das wusste ich. Ich wusste auch die genauen Daten. Ich hatte meinen Flug schon. Ich habe aber keinem Menschen Bescheid gesagt. Ich habe meiner Mutter nichts gesagt, ich habe meinem Vater nichts gesagt und meinen Freunden nicht. Keiner wusste Bescheid. Mein Tanzchor wusste nicht Bescheid. Niemand wusste Bescheid. Und auf einmal stehst du da. Und das auf einmal war sehr gut. Ich bin in Köln angekommen, habe mir ein Taxi genommen, weil ich bewusst mir gesagt habe, nein, du nimmst nicht die Bahn. Nachher ist da irgendeiner drinne, der dich kennt und dann, das macht dann die Runde. Die ist wieder zurück. Nein, willst du nicht. Ich habe mir ein Taxi genommen. Der Taxifahrer hat meinen Koffer kaputt gemacht, den ich eh in Deutschland lassen wollte, mal abgesehen davon. Stand vor der Türe, hatte logischerweise natürlich keinen Schlüssel dabei, habe also geklingelt bei meiner Mutter und stand da. Die muss morgen eigentlich arbeiten. Wo ist die? Wieder geklingelt, machte mir wieder keiner auf. Sag ich, das kann jetzt nicht sein. Jetzt hast du so, jetzt willst du so überraschen und es ist kein Mensch da. Ich bei meiner Mama angerufen, zu Hause auf dem Haustelefon. Ich sage, Mama, kannst du mal die Tür aufmachen? Ist kalt draußen. Erste Reaktion, welche Tür? Werde ich niemals vergessen. Aber nach diesem welche Tür hat sie begriffen gehabt und es suchte. Und ich habe einfach all meine Klamotten einfach vor der Tür stehen lassen. Soll die Welt das doch alles klauen, ist mir wurscht. Bin hoch und meine Mutter, was tust du hier? Also erste Reaktion, nicht dieses, ach schön dich zu sehen, was tust du hier? Freu dich, Mama. Ich bin wieder da. Ja, aber keine Sorge, ich fliege wieder zurück. Ja, dann ist gut. Danke, Mama, ich hab dich auch lieb. Naja, jedenfalls haben wir es dann ein wenig weiter fabriziert. Es wusste ja immer noch keiner Bescheid.
Meine Mutter hat meinen Vater angerufen. Ach Mensch, kannst du mal vorbeikommen? Hier stimmt irgendwas nicht. Ja, ja. Mhm. Er kam abends und ich machte die Türe auf. Meine Mutter, wirklich nicht handyaffin, die hat keine Ahnung von Handys, stand aber so wunderschön mit meinem Handy in der Hand, ja, und war am Filmen. Das muss ich festhalten. Ich sag, ja, halt fest, ist gut. Er völlig perplex, was tust du hier? Und oh mein Gott, und völlig platt. Eins der coolsten Videos, die ich jemals gesehen habe. War tatsächlich der Einzige, mit einer der Einzigen, der am Ende gesagt hat, du musst nicht wieder zurück, das weißt du. Du kannst auch wieder hier in Deutschland bleiben. Du musst nicht zurück. Die Sachen können dir alle geschickt werden. Das ist nicht schlimm. Ich bezahle dir das. Nein, ich habe da noch was zu tun. Ich will da noch mal rüber. Naja, Tage dann drauf, Freunde überrascht gehabt, so nach dem Prinzip, ich bin dann mal da. Meine beste Freundin, glaube ich, zu Tode erschreckt. Meine beste Freundin hat von mir ein Paket erwartet. Paket erwartet. Sie hatte mich gefragt gehabt, kannst du mir ein bisschen was aus Japan schicken? Die steht unheimlich auf Matcha. Ich hasse Matcha wie die Pest. Hab gesagt, gut, ich gehe ja für dich einkaufen. Und schicke dir ein Paket. Hm. Nun gut, ich wusste ja genau, wann ich zu ihr wollte. Also habe ich ihr gesagt, ja, hör mal, hab gehört, der Lieferant soll an dem und dem Tag kommen. Bist du da zu Hause? Die arbeitet in der Schichtarbeit. Ja, ja, ich bin da. Ja, okay. Und dann, ich fuhr mit dem Bus zu ihr hin, die wohnt unheimlich weit außen, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und ich sah nur schon von Weitem, die steht am Fenster. Scheiße, was tust du jetzt? Die steht am Fenster, wenn die dich schon sieht, ist schon alles verloren. Handy gezückt. Oh, Paketdienst, neue Nachricht. Höre mal, die kommen 15 Minuten später. Oh, ich stehe die ganze Zeit schon am Fenster und tralala. Ja, kannst dich noch irgendwie beschäftigen, die kommen noch nicht. Weißt du denn, ob das mit DPD oder DHL kommt? DPD ist schon durch. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht fahren die doppelt, keine Ahnung. Habe mich dann tatsächlich, weil die sich immer noch nicht vom Fenster wegbewegt hat, an den Hauswänden entlang geschlingelt, bis zu ihr hin, hab dann auch schön geklingelt, aber statt dass die fragt, hallo, wer ist da, ne? Direkt aufgebassert, weil sie dachte, okay, Paketmännchen. Und ich stand da ebenfalls, Handy in der Hand. Hi. Oh Gott. Nein, gar nicht. Ihre erste Reaktion war, oh nein. Und dann war, oh Gott. Und dann fing sie das Heulen an. Das war für mich dieser Moment, wo ich dachte, alles richtig gemacht. Also alles richtig, indem sie nicht Japan den Rücken gekehrt zu haben, sondern keinem was gesagt zu haben. War sehr schön. Tanzkur war noch eine komplett andere Nummer. Die habe ich beim Training überrascht. Ich hatte einem einzigen Bescheid gesagt gehabt. Unserem liebevollen Mäusepapa, falls du zuguckst, Mäusepapa. Hat ihm Bescheid gesagt, beziehungsweise hat ihn angerufen gehabt, als ich bei meiner Mutter war. Hör mal, ich bin's. Ja, was ist los, Stiff hier? Ja, ich bin zurück. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich komme zum Training morgen. Nein. Dann nicht. War meine erste Reaktion. Dann nicht. Ne? Bin dann tatsächlich hoch. Ich überlege die ganze Zeit, ich habe die Videos da, habe ganz lange überlegt, stellst du die mal auf deinem Blog? Alleine um dieses, gerade dieses Tanzcore-Video. Ich tauche dann prinzipiell einfach da auf und das ist dann dieses, plötzlich stoppt das Training. Keiner reagiert mehr, erst reagiert die Trainerin, umarmt mich, dann wirklich 3 Sekunden nichts, pure Stille und dann wumms, alle rauf. Unheimlich geniales Video. Ja, Japan ja, stachelt auch zu sowas an. Prinzipiell zu Sachen, die ihr euch vorher wahrscheinlich gar nicht überlegt hättet. Hätte mir vorher einer gesagt, Mensch, du kommst mal zurück nach Deutschland, während der Zeit hätte ich gesagt, ich nutze die Zeit in Japan. Ich wäre ja bescheuert, was soll ich denn zurück in Deutschland? Bin doch gerade erst weg. Es war richtig in dem Augenblick. Ich habe Monate vorher gemerkt, Weihnachten war vorher, vielleicht liegt es einfach daran, wie sehr mir auch was gefehlt hat. An Familie, an Freunde. Ja, natürlich lernt ihr Freunde in Japan kennen, ist ja logisch. Meinetwegen auch gute Bekannte. Das ist auch alles total schön, aber ich will mal sagen, die Leute, die euch ein Leben lang begleitet haben, die habt ihr nur an einem Ort und das ist euer Zuhause. Außer ihr überredet sie mitzukommen. Ich
bei mir niemanden dazu überreden, mitzukommen. Das war ganz oft so. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, reist zusammen. Wenn nicht, reist trotzdem und haltet die beste Freundin, den besten Freund, Hund, Katze, Maus mit Videos, mit komischen Sprachnachrichten, mit irgendwelchen Nachrichten sonst einfach auf dem Laufenden. Fangt wie ich an, fangt einen Blog an. Der sollte eigentlich dafür gedacht sein, dass Freunde und Familie drauf gucken. Spontan würde ich sagen, von den tausenden Klicks sind vielleicht 10, 15 von Leuten, die ich kenne. Was ein bisschen traurig ist. Nein, das ist wirklich so. Meine Eltern haben es sowieso nicht mehr im Internet. Ne? Meine Freunde zwar schon, aber ach, die schreibt schon, wenn was Wichtiges ist. Ja, ja, genau. Ja, gut, habe ich wirklich. Treppe runtergefallen 1, Treppe runtergefallen 2. Ja, gut. Aber ich kann wirklich nur appellieren immer, macht es einfach und ja, startet euer Abenteuer. Wenn immer einer fragt, Mensch, wie war es denn? Ja, das war mein Abenteuer. Klar, das ganze Leben ist irgendwo ein Abenteuer. Ja, sehr philosophisch, aber es ist so. Das ganze Leben ist ein Abenteuer, aber ihr könnt eure Abenteuer selber zusammensetzen und Japan ist ein Abenteuer. Diejenigen, die schon mal in Japan waren, die das erlebt haben, das ist ein Abenteuer. Egal, ob ihr nur in Tokio seid, ob ihr in Osaka, Kyoto oder ob ihr kleine Orte wie Tagawa oder so, ich sag mal, semi-berühmtere Orte wie Beppu mit in euer Programm nimmt. Beppu ist schön, ne? Macht es. Vor allem besucht einfach die Orte, die euch wirklich gefallen. Das ist immer ganz wichtig. Ich hab eine Kollegin gehabt im Hostel, mal abgesehen davon, dass sie mir sagte, oh mein Gott, ich muss mich beeilen, ich habe noch keinen Freund. Wieso brauchst du einen Freund? Ja, ich brauche doch ein Visum. Was? Okay. Sie ist tatsächlich gereist, sie ist in Fukuoka angekommen, hatte sich nach Hiroshima, Tōtoki weitergearbeitet und war seitdem in Osaka. Sie war jetzt schon seit 10 Monaten in Japan und hatte in diesen 10 Monaten nicht einmal Tokio gesehen gehabt. Natürlich muss man nicht Tokio sehen, aber Tokio ist natürlich, sage ich mal, dann doch irgendwie der Eingang nach Japan. Die meisten von uns, die irgendwie nach Japan fliegen, landen meistens in Tokio. Das ist einfach so. Ne? Also klar, auch in Osaka, aber die meisten zieht es ja doch dann irgendwann mal nach Tokio, dass man wenigstens mal sagt, gut, ich war einmal in Tokio gewesen. Gar nicht. Und sie hat es bereut. Sie wusste von mir, die hat sich jetzt das angesehen, die hat sich das angesehen. Die war auf dem Fuji gewesen. Ja. Ja. Und allgemein, es gibt unheimlich schöne Sachen in Japan zu entdecken. Also sehr viel unberührte Natur. Natürlich auch, wo man sagt, boah, ist das hier voll. Ich hatte irgendwann die Erlebnisse gehabt, ich habe im September in Shibuya gearbeitet und hatte die ganzen Touristen da neben mir. Shibuya Crossing, wow! Nonplusultra, bei mir war das nur weg da, ich muss zur Arbeit. Weil ich immer darüber musste und das war für mich nichts mehr Besonderes. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt wieder hinkomme, dass wieder für mich dieses, du bist zu Hause, Shibuya Crossing, total genial. Hachiko, immer noch. Hachiko wird immer ein Nonplusultra bleiben, da war ich immer gerne. Das, übrigens, man kann sich den Original Hachiko auch ansehen, wer es möchte. Ich habe lange überlegt, ob ich es tue, im Nationalmuseum. Kann man tun, muss man nicht. Liegt bei jedem selber. Ausgestopft, das Hundchen. Naja, ansonsten, was gibt's denn noch? Ja, ich habe halt Sachen erlebt mit Bekannten, mit Freunden, die ich immer wieder erleben möchte. Ich war mit einer Freundin, falls ihr gerade zuschaut, Steffi, ich bin online. Ich habe den Aokigahara besucht. Jetzt werden viele vielleicht nicken, okay, ist ein bisschen bekannt. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, bei einem Open Air in Köln gesprochen gehabt. Sagte auch Aokigahara und jeder schaute mich so an, so, was zum Henker ist das? 600 Leute schauten mich an. Hm? Wir reden von diesem Selbstmordwald. Ist bestimmt bekannt unter dem Selbstmordwald-Pseudonym. Ich war mit meiner Freundin drinne gewesen. Sie wollte rein, ich nicht. Ich halte mich vollkommen zurück. Ich wollte eigentlich nur zum Fuji. Dass der jetzt natürlich am Fuße des Fuji liegt, ist natürlich optimal.
Naja, wir sind dann rein und ja, es stimmt, es gibt keinen Handyempfang. Das stimmt. Man hört nicht viel von draußen. Und ja, es ist ein wenig gruselig. Wir waren da gewesen, als es geschneit hatte und ich glaube, da ist eine Frage, da darfst du gleich mit dem Mikro hin. Ja, werde ich gleich machen. Ich habe ja auch schon einige Fragen im Chat. Ich bin schon am Sammeln. Alles klar. Und das Problem war gewesen, es hat da geschneit. Und man sah Fußspuren, die prinzipiell reinführen in diesen Wald, aber nicht wieder raus. Das ist gruselig, kann ich euch sagen. Naja, und wir wissen ja alle so aus bestimmten Geschichten und so, die Leute, die sich selber da das Leben nehmen, keine Ahnung, rotes Tuch um Baum binden, so zum Signalisieren, hier bin ich, ich bin da. Und naja gut, meine Freundin und ich dann da durch und wunderschöne Bilder, super schöner Wald. Und irgendwann sagte sie zu mir, als wir so an der Weggabelung standen, so, sollen wir jetzt links, sollen wir rechts, ja, gehen wir links, okay, gelaufen, kamen wir nicht weiter, Busch. Okay, wieder zurück. Und plötzlich sagte sie zu mir, siehst du das auch? Was? Was sehe ich? Da hinten. Und ich sage, beschreibe es mir erstmal, damit ich wissen kann, soll ich gucken oder nicht? Und sie sagte, da hängt was. Ich sage, was hängt da? Da kann jetzt vieles hängen in diesem Wald. Ja, da hängt was Rotes. Ich sage, okay, es ist schon mal keine Leiche. Das ist schon mal ganz gut. Ja, da hängt was Rotes. Ich sage, das ist genauso. Das ist auch nicht gut. Ja, da hängt ein rotes Tuch. Ich so, das ist der Moment, wo wir sagen, wir gehen wieder nach draußen. Wieder in die normale Welt. Naja, und wir waren auf dem Weg nach draußen und plötzlich hörten wir nur ein la 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 la. Und ich so, oh Gott, wir werden hier sterben, wir kommen hier nie wieder raus. Und sie blieb auch abrupt stehen, kam ein paar Schritte zurück zu mir. Ich ging ein paar Schritte nach vorne und wir gingen händchen halten aus diesem Wald einfach raus. Und im Endeffekt, was war es gewesen mit dieser tollen, bedudelnden Musik? Der Bus. Da fährt ein Bus. Und um anzukündigen, dass der fährt, haut der so eine blöde Landspielplatte auf. Böse, tödlich, nie machen. Wenn ihr in den Wald gehen wollt, es ist ein unheimlich schöner Wald. Der ist wirklich schön. Ich kann ihm nur jeden empfehlen. Aber bitte, 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 geht nicht alleine da rein. Nehmt jemanden mit. Und wenn es die Oma ist, nehmt jemanden mit. Es ist wirklich so. Weil das Problem ist an diesem Wald wirklich, er ist halt wirklich verzwickt. Und man kann sich schnell verlaufen. Und wenn man alleine ist, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber schöner Wald. Ich glaube, ich stelle dir mal die erste Frage vor. Ja, darfst du, selbstverständlich. Und zwar hat Lasereule geschrieben, gab es Kosten im Krankenhaus für dich und wie sieht es dann da mit der Finanzierung aus? Okay, hallo Lasereule. Es gab für mich keine Kosten, weil ich war ja prinzipiell einfach alles gut. Ich war ja prinzipiell nicht stationär da. Ich bin ja einfach immer nur hin und wieder zurück und war auch alles schön. Finanzierung, ich habe eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen bei der Hanse Merkur. Und habe prinzipiell meine Rechnungen gesammelt. Und wir reden wirklich von allen Rechnungen. Ich musste in Vorkasse treten. Also ich habe wirklich bezahlt erstmal. Gott sei Dank nicht so viele wie andere. Ich war, glaube ich, relativ human und hatte mit der gesamten Behandlung, glaube ich, ungefähr 200 Euro los. Ja, das geht. Also plus das Kleben. Ne? Also das war ja auch schon dann mit drin. Und ich habe auch die Apothekenrechnung und alles und das ging auch alles. Also es war wirklich dann per Vorkasse. Ich habe dann der Hanse Merkur geschrieben, SOS, bin Trepp runtergefallen. Und habe denen alle meine Sachen zukommen lassen und hatte, glaube ich, ein oder zwei Wochen später dann das Geld tatsächlich wieder zurück auf meinem Konto. Das war eigentlich relativ gut. Hier war eine Frage. Genau, der junge Herr. Hi. Hi. Du hast eben von dem Wald gesprochen. Ja. Ich habe mich mal mit dem Thema etwas intensiver auseinandergesetzt. Ach schön, super. Ich habe Videos gesehen, ich war noch nie live da. Ja. Viele sagen, dass das auch wirklich, die sich sehr verlaufen, weil er so, sag ich mal, so eintönig ist. Also der ist sehr dicht, genau. Ja. Und es ist sehr gleich vieles, das ja. Stimmt. Und wenn man halt in den Wald reingeht, dass man gleich auch so eine richtige drückende Atmosphäre dann auch wahrnimmt. Ist das wirklich so? Das ist so. Das ist, das Problem ist einfach, prinzipiell, du kannst an einer bestimmten Stelle aussteigen und dann gehst du durch so ein Stückchen Wald. Da waren auch noch ganz viele andere, ne, Leute, die da mit uns da durchgelaufen sind. Und
das war nicht so schlimm. Und dann standen wir prinzipiell, sind wir die Treppchen hoch. Und das hatten wir auch in einem YouTube-Video gesehen. Dann geht es die Treppchen hoch und dann war es das der Wald gewesen. Nein, das ist nicht der Wald. Prinzipiell, alle anderen sind links rumgelaufen. Und wir haben uns gedacht, nee, wir laufen nicht links rum. Wir sind rechts rumgelaufen und sind wirklich an dieses Waldstück gekommen. Wirklich auch Holztori aufgestellt, heilige Steine vor, wo wir dachten, okay, das ist wirklich der Eingang. Und es ist wirklich so, sobald du den ersten Schritt reinmachst, das Problem ist einfach, so schön dieser Wald auch ist, er ist wirklich wunderschön, du kennst die Geschichte. Ja. Und sobald du die Geschichte kennst, ist das bedrückend. Einfach zu wissen, hier gehen Leute rein, die nicht mehr leben wollen. Ganz grausam. Ganz grausam. So schön dieser Wald auch ist, ich glaube, hätte dieser Wald nicht diese Geschichte, wären da auch viel mehr Leute unterwegs, weil der einfach so schön ist. Er ist sehr dicht, es sieht sehr vieles sehr gleich aus. Wir hatten auch einmal die Situation gehabt, kamen wir jetzt von geradeaus oder kamen wir von links. War auch nicht so schön. Deswegen auch niemals alleine reingehen, ganz wichtig. Aber es ist sehr bedrückend in dem Wald, so schön er auch ist. Leider. Bitte. Habt ihr noch Fragen? Da hinten, schau mal. Ganz da hinten. Ah, ganz da hinten in der Ecke. Sorry, ich habe dich nicht gesehen. Oh Gott, sorry. Ich bin auch versteckt. Ja, ich habe mich auch versteckt. Sehr gut. Ich habe Angst. Hi. Du hast gesagt, dass du viele Leute kennengelernt hast. Traveler, aber auch Japaner. Mhm. Ich habe von anderen gehört, dass es sehr schwierig ist, Japaner kennenzulernen, weil die immer sehr exklusiv für sich sind. Was hast du genutzt, um Leute kennenzulernen? Hast du irgendwelche Social-Media-Seiten oder irgendwas gehabt, wo du gerade Traveler und solche Leute gefunden hast und ausfindig gemacht hast? Also prinzipiell Traveler gefunden. Erstmal danke für die Frage. ich habe tatsächlich, ich sehe das genauso wie deine Freunde, Bekannten, wie auch immer und die anderen Leute. Es ist unheimlich schwer, Japaner kennenzulernen, weil die sehr für sich sind, das stimmt. Wo du, ich sag mal, beziehungsweise wie du an Japaner eigentlich rankommen kannst, ist einfach, wenn die Tatsache da ist, dass sie sich für ausländische Kulturen interessieren. Damit ist schon mal ein Weg geebnet. Das ist schon mal, die ignorieren dich nicht komplett. Wenn du dann noch aus dem Land bist, was die interessiert, 100 Punkte. Andere Traveler habe ich durch die Sharehouses kennengelernt, ganz viele, also unheimlich viele Deutsche eben auch. Ansonsten durch meine Arbeit habe ich unheimlich viele Leute kennengelernt. Eben Kindergarten oder Weihnachtsmarkt. Wir waren da auch im Zusammenschluss von Japanern, Franzosen, Deutschen, Engländern, also auch so Remi-Demi. Und ich habe, dazu wird auch bald noch ein Beitrag auf meinem Blog folgen, einen unheimlich süßen, hatte ich eben schon erzählt, deutsch-japanisch ja, so einen Treffpunkt ausmachen können. Der findet in Funabashi statt. Ungefähr 30 Minuten fahrt ihr ab Tokio. Das ist nicht weit weg. Der ist jeden ersten Dienstag im Monat. Und da treffen sich halt Japaner, die Deutsch lernen möchten. Und dann ist auch wirklich erstmal die ersten 1,5 Stunden, 2 Stunden wird halt wirklich nur auf Deutsch gesprochen. Der Thomas, heißt nicht wirklich Thomas, ist unheimlich süßer, älterer Herr, Japaner. Und ja, der sagt immer, seine Freunde in Deutschland haben den Thomas genannt. Deswegen nennt man ihn hier auch Thomas. Ich sage, alles klar. Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, tatsächlich den japanischen Namen zu lernen. Weil auf den hat er nicht reagiert. Nur nicht mal bei den Japanern. Also wir mussten alle immer Thomas rufen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Stammtisch zu besuchen, macht das. Das ist eine unheimlich gute Gelegenheit. Da gehen nicht nur, ich sag mal, nicht nur ältere Leute hin, aber auch jüngere Leute. Also ich habe auch Leute in meinem Alter kennenlernen dürfen. Unter anderem eine gute Freundin, mit der habe ich dann da meinen Geburtstag gefeiert. Man muss sagen, ich habe am 1. August bin ich angekommen in Japan und ich habe am 12. August Geburtstag. Ich hatte nicht so viel Zeit, da Leute zu finden. auf jeden Fall unheimlich. Und wenn du schaust durchs Netzwerk, findest du immer Tandempartner. Wenn du sagst, du möchtest vielleicht deine Sprache auch aufbessern, schau nach Tandempartnern. Ansonsten gibt es eine unheimlich schöne Gruppe. Das ist dieses auch Japan-Deutschland oder es gibt so unzählige Facebook-Gruppen. Japan, Deutschland und Deutsche in Japan, wenn du sagst, du möchtest trotzdem mit Deutschen in Japan auch Kontakt aufnehmen, klick dich da mal durch. Klick dich einmal komplett durch Facebook. Das ist so eigentlich die beste Idee, die man haben kann. Bitte. Ja. Hi.
Also ich wollte fragen, über welche Quellen hast du denn deine Jobs gefunden, wenn du auch so sporadisch immer nur in den Städten warst? Mhm. Ich habe dazu auch einen Beitrag auf meinem Blog, da kannst du auch gerne vorbeischauen. Das sind 8 Wege Jobsuche in Japan. Ich persönlich habe meinen Job sehr oft übers Netz beziehen müssen, ganz einfach. Ich hatte auch die Zeiten, dass ich prinzipiell einfach irgendwo hingegangen bin und habe gesagt, guten Tag, ich suche einen Job. Klappt nicht immer. Ich habe das in einem deutschen Restaurant versucht, beziehungsweise die hatte ich vorab auf Facebook angeschrieben gehabt und habe gesagt, hört mal Leute, sucht ihr jemanden? Ja, komm mal vorbei. Da stand ich dann da. Ansonsten gibt es natürlich im Internet so wahlweise so Gaijin-Pod und wie sind alle heißen. Gaijin-Pod ist, wie du schon sagst, eher mäh. Ich finde es auch eher mäh, ganz einfach dieses, wenn man schon sagt, ganz viele arbeiten ja in Japan als Englischlehrer. Am besten bist du Muttersprachler. Sobald du aber bei Gaijin-Pod nicht angeklickt hast, dass du Muttersprachler bist, erscheinen diese Jobs gar nicht für dich. Das heißt, du kannst dich gar nicht erst bewerben und sagen, hier bin ich. Und das finde ich so mies. Ich habe ganz viele Bewerbungen, ist zwar nicht so toll, aber über Craigslist laufen lassen. Und wir reden dann auch von Bewerbungen, die tatsächlich, ja, sage ich mal, in meiner Hochzeit hatte ich ungefähr 50 Bewerbungen am Tag. Und ihr müsst, tut mir den Gefallen, rechnet nicht damit, dass ihr eine Antwort bekommt. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ihr solltet froh sein, wenn ihr vielleicht 2 Reaktionen bekommt. Und die eine wird sein, ja, vielleicht im Vorstellungsgespräch. Und die zweite ist, wie lange wollen Sie bei uns arbeiten? Und sobald man da dann meistens sagt, ich hatte geplant, eigentlich nur 1 Monat, 2 Monate hier in der Stadt zu sein, heißt es meistens, nein, wir suchen einen für 1,5 Jahr. So lange gibt mein Visum noch nicht mal. Nein, ist unmöglich. Also dann eher so in die Richtung. Aber auch gerne mal auf dem Blog vorbeischauen, da habe ich alles ausführlich erklärt. Bitte. Genau, die Frage kam nämlich auch von hinten aus der letzten Reihe auch noch. Ach, das wäre nämlich jetzt die doppelte, zweite gleiche Frage gewesen. Genau, wir sind leider am Ende angekommen. Wie ist denn die Adresse vom Blog? reisewölkchen.com.de. Früher war es com. Ich habe umgeändert. Aber statt Ö das OE, weil Umlaute und so, ne? Und schreibt Reise richtig, nicht so wie ich vorhin am Anfang. Resierwölkchen. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Aber jawohl. Ansonsten, ich poste nachher nochmal, also ihr findet mich auch bei Facebook, bei Instagram, da läuft übrigens noch ein Gewinnspiel. Werbung. Und ihr findet mich auch bei Twitter, seit neuestem, seitdem ich dann gehört habe, irgendwie jeder ist bei Twitter und Stefanie sagte, ach, bei Twitter habe ich irgendwie die meisten Leute. Twitter installieren. Also da findet ihr mich auch. Ihr könnt mich auch immer gerne anschreiben, wenn ihr jetzt noch Fragen habt. Irgendwie auch persönlich, kommt ruhig zu mir, ich beiße nicht. Ganz wichtig. Und ansonsten vielleicht einfach mal per Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich noch was von euch höre. Alles klar. Jawohl, ihr Lieben. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Freut mich sehr, dass ihr Nathalie unterstützt habt. Und der Einzige, der dabei ist, bin ich, also keine Sorge. Ihr Lieben im Chat, danke, dass ihr da mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterschreibt. War supi. Und bei uns geht es dann um 12 Uhr weiter mit Anime Streaming, eine Bestandsaufnahme in Deutschland. Was haben wir denn alles so in Deutschland? Ja, da ist auch Peppermint und Churchill mit dabei. Quatsch. Crash Roll. Knoten. Nathalie, nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. War echt super, dir zuzuhören. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Vielleicht demnächst mal wieder. Ja, sehr gerne. Na dann, ihr Lieben, bis nachher um 12 Uhr. Tschüssi.